Willkommen zur ultimativen Sammy Dolls Babypuppenkollektion. In diesem Video nähen wir eine Wickeljacke für die Babypuppe. Die benötigten Materialien sind hier aufgelistet. Den Link für das Schnittmuster findest du in der Videobeschreibung. Wir beginnen, indem wir die Ärmel an das Rückenteil der Jacke nähen. Wir beginnen mit dem Oberstoff, dem äußeren Teil der Jacke. Dann nähen wir die Vorderteile an die Ärmel. Nun falten wir die Jacke und stecken die Seiten zusammen. Als nächstes schließen wir die Seitennähte der Jacke. Wir nähen die Jacke aus Futterstoff auf die gleiche Weise, wir lassen die Seitennähte aber noch offen. Nun legen wir die inneren Verschlussteile rechts aufeinander und nähen entlang der äußeren Kante, lassen die untere Kante jedoch offen. Wir schneiden die Ecken ab, wenden den Stoff nach außen und bügeln ihn. Wir stecken das Verschlussteil unterhalb der Ärmelnaht am Rückenteil der Jacke aus Innenstoff fest. Wir falten die Jacke und stecken die Seiten zusammen. Anschließend schließen wir die Seitennähte der inneren Jacke. Dabei lassen wir eine Wendeöffnung an einem der Ärmel offen.
Wir nähen in diesem Schritt auch das Verschlussteil in der Naht fest. Dann stecken wir die innere Jacke rechts auf rechts in die äußere und stecken sie entlang der äußeren Kanten zusammen. Und wir nähen die inneren und äußeren Jackenteile entlang der äußeren Kante zusammen. Als nächstes schneiden wir die Ecken ab und wenden die Jacke nach außen durch die Wendeöffnung. Dann schließen wir die Wendeöffnung mit der Nähmaschine. Wir stecken das Futter in die Jacke aus Oberstoff. Dann schlagen wir die unteren Ärmelkanten ca. 0,7 cm nach innen und oben und stecken sie fest.
Wir nähen die Ärmelenden so nah es geht an der Kante zusammen. Jetzt können wir die untere Ärmelkante ca. 1,5 cm nach oben umschlagen und mit ein paar vertikalen Stichen auf der bereits vorhandenen Naht festnähen. Dann bringen wir die Verschlüsse an. Dabei beginne ich am inneren Verschlussteil. Ich benutze Druckknöpfe. Ich markiere die Position der Druckknöpfe mit einem luftlöslichen Marker. Und dann können wir auch alle anderen Druckknöpfe anbringen.